Der liebe Lishari, die gestorben ist. Und man kann hier nichts besser machen. Es wäre nochmal geil, wenn ich hier halt was Besseres raushauen könnte. Schreitet wohl, hallo. War ein Rohr mit 3 Finger breit Umfang. Und sieht dir das hier nach 3 Finger breit aus? Korrekt. Und jetzt bring ihm ein neues. Und zwar zackig. So, so. Ihr seid also die, von der alle sprechen. Kurmai Katzeort Tatakayape. Erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Was für ein Name? Materialien, keine Hilfe. Um ehrlich zu sein, hat er mit all den Grobianen, die jetzt an Gertrude herumhämmern, eher Angst, als dass er sich geholfen fühlt. Gertrude? Ja, so hat er sie getauft. Ein Name, der sowohl Eleganz als auch Würde symbolisiert. Findet ihr nicht auch? Auf ihren Armen werden wir zu den Urvätern fliegen. Also Gertrude ist, glaube ich, keine Eleganz. Das war der Handel, ja. Auch wenn er sich fragt, was ihr dort oben zu finden erhofft. Aber genug der Worte. Es heißt, ihr seid überaus fähig, wenn es darum geht, Dinge zu beschaffen. Noch 2 Dinge fehlen, um Gertrude zu vollenden. Sakabaku-Kupferlegierungen und ein pyräischer Kristallwürfel. Bringt es ihm, je schneller, desto besser. Tja, das ist die Herausforderung. Die Legierungen könntet ihr vielleicht in einer der alten Sternlingsminen in der Pulverwüste finden. Der Kristallwürfel wird schon etwas komplizierter. Aber meinen Informationen zufolge habt ihr in Talgard gute Chancen. Es gab damals bei der Erschließung einen Sternlingstüftler, der nahe mit Dalmarak zusammengearbeitet hat. Hier, ich zeichne euch die beiden Orte auf der Karte ein. Sterbt bitte nicht, das wäre höchst unerfreulich. Ah, und hier, einer der Arkanisten war so freundlich, eine Teleport-Rune in der Höhle anzubringen. Mit der Rolle könnt ihr, wenn ihr beides gefunden habt, wieder hierher zurückkehren. Und jetzt entschuldigt mich bitte, es gibt viel zu tun. Ich würde sagen. Schon gehört? Angeblich ist eine Gesandte des Zuckerinselbundes gerade hier. Ich gehe zur Teleport zu dieser Kupferlegierung. Da unten ist nichts mehr wirklich Spannendes, oder? Sieht er nicht danach aus? Gut, dann wieder nach draußen. Und wir holen die Kupferlegierungen. Das ist schön, dass die mich mal nicht angreifen. Ist eine sehr entspannte Abwechslung. Aber ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Sachen in Ausdauer investieren können. Naja. So. Wo muss ich hin? Einfach geradeaus. Gut, gut. Sieht auch, ich finde, also es hat was, die Umgebung, auch wenn die nicht so schön aussieht wie die anderen Umgebungen in Teral. Oh! Was machst du denn hier? Ein eterner Harnisch. Geil.
Ich würde sagen, den verbessere ich nochmal. Wenn ich dazu genügend Zeug habe. Und dann wird er verzaubert. Boah. Die Knochenbeißer sind wirklich ekelhaft. Oh, jetzt sind die aber auch einfacher zu machen. Muss man sagen. Ich glaube, jetzt könnte ich auch die ab in den Sternengenerator Sachen Quests da machen. Ich glaube, die wären jetzt auch ziemlich einfach. Oder zumindest einfacher. Was ist denn in der Truhe drin? Eine Säge hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte vorher den Fokus drauf sägen sollten. Fokus. So, komm. Mir wieder volles Mana. Ich brauche mehr Mana, um gegen die Leute bestehen zu können. Obwohl, ich kann auch erstmal Schattenstahlerz ernten. Vollkommen in Ordnung. Ich habe Zeit. Eine scharfe Spitzhacke. Was ist denn jetzt der Unterschied? Ah, super. Jetzt habe ich da auch noch was mitgenommen. I. Scharfe Spitzhacke. Feuerball Rang 1. Eisenbahn, Kettenhandschuhe. Binneneier.
Zack. Weg mit dir. Hallo, ich möchte dich nicht in meiner Umgebung haben. Aua. Es ist nicht cool, was du da machst. Nein. So, geht doch. Weg mit dir. Assassinenschuhe. Oh. Malachit. Komm, gib mir Malachiterz. Wunderschön. Mana-Pilze. Hier gehe ich wieder raus, also ich muss hier hoch. Flieg mein kleiner Sternings-Typ wieder. Expertenbuch, Lichtmagie, Expertenbuch, Handwerkskunst. Mondstein. Mondstein habe ich selten gefunden bis jetzt. Zack, Mondsteinerz gefunden. Das sind die schimmernden Legierungen, die man beschaffen muss. Oh, Straßendieb. Okay. Eterner Schlachtaxt. Clown des Aschenkriegers. Muss ich gleich mal... Aha, Mist. Gucken, was... ich da alles gefunden habe. Schmieröl. Blitzurne. Lebensabsorption. Wohltat. Okay. Einmal. Eterner Schlachtaxt. Gut. Brandpfeile habe ich noch ein paar. Wegestreues Schwert. 24 mit 24 Schaden haut das ordentlich rein. So, Assassinenschuhe. Clown,
Bögen. Benutze ich nicht. Wegestreuer Helm. Das sind schwere Gegenstände. Das ist schade. Benutze ich auch nicht. Aber. Genau. Bekomme ich doch XP für, oder nicht? So. Das war's. Er musste mir nicht machen. Nur hier reingehen und alles niedermetzeln, sozusagen. Heubert. Schlafen brauche ich nicht. Das war's? Okay. Ab zurück in die Pulverwüste und dann speichern wir hier mal und machen. Ja. Kurz Pause. Würde ich sagen. Dann geht's gleich weiter. Wenn es mal weitergehen würde. Gut. Bis gleich.